DPE 321 Bigs auf Rügen. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Chain Symbol 3, der Danny spielt das. Es ist 5.45 Uhr. Wir fahren die Baureihe 101 von der Deutschen Bahn. 588,9 Tonnen schwer, 12 Wagen im Zugverband und 308 Meter lang. Auf der Strecke Koblenz, Mainz, Mainz, Koblenz, linke Rheinstrecke. Und ich würde sagen, wir beginnen. Setzen hier erstmal den Fahrtrichtungswender ein, den nach vorne, öffnen die Türen. Dann machen wir natürlich Licht im Zug an, ist ja logisch. Die Signal, genau, die Spitzenlichter an, das haben wir soweit. Die Führerstandsbeleuchtung machen wir an, dann machen wir den Bremsschlüssel auf aufgesperrt. Die AFB schalten wir noch ein. Die setzen wir logischerweise wie immer erstmal auf 40 km/h, weil, ja, ihr wisst Bescheid warum, wegen der PZB. So, dann Zugsicherungssysteme ein. Auch das haben wir erledigt. Ja, dann würde ich sagen, sind wir soweit abfahrbereit. Alles erledigt, was zu Aufrüsten gehört. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal draußen um. Und ihr seht, was für einen wunderschönen Zug ich habe. Wir sollen die Türen verriegeln und da muss ich aber trotzdem noch irgendwas machen, fällt mir gerade auf. Und zwar, wir kurz aufstehen, die Zug sicher, die Spitzenlichter auf weiß stellen, sonst bringt's nichts. So, beim Donnerwort vergessen. So, jetzt aber 13 Kilometer nach Boppard und wir haben Ausfahrt. Und dann machen wir das auch, lösen die Bremse und schalten langsam auf. Und dann sehen wir, was für einen wunderschönen Zug wir haben. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Auf geht's. Kann ich befreien. Dementsprechend natürlich die AFB anpassen. Oh. So, auf 50. Ein bisschen weiter aufschalten hier. Was für ein saugeiles Bild. Da fährt er hin, unser Rheingold. Perfekt. Dieses Szenario stammt im Übrigen aus dem Creators Club von dem guten Cat Gaming. Das sei mal an dieser Stelle erwähnt. Ein herzliches Dank dafür. Ein herzliches Dankeschön, wollte ich sagen. Wunderbar. Wunderbar. Oh, wir sind zu schnell. 40. Saugeil. Saugeil. Ist das ein geiles Bild, oder? Leute, Leute, Leute. Sifa? Ach Mann, sorry Leute. Vertue mich mal mit den Tasten. So. So, wir können mittlerweile aufschalten. Tun wir das auch? Saugeil. 101.001-1. So, 11 Kilometer bis Boppard. Fahren wir hier mit unserem Rheingold am Rhein entlang. Sehr, sehr nice.
Was ein geiles Bild. Was ein geiles Bild. So, 140 zur Zeit. Ich frage mich gerade, warum wir hier nicht weiter zurückgehen können. Oh, eine einzelne Lok. Auch mal nicht schlecht. Ich habe übrigens keine festen Ankunftszeiten. Das macht das Ganze etwas entspannter, entspannender. Dann war nicht so Zeitdruck. Das ist schon einiges besser. ...103-0 und hinten vorne dran steht 101-001. Okay. Zwei verschiedene Loknummern. Boppert wird wahrscheinlich auch so ein kleiner Bahnhof sein, ne? Passen wir da überhaupt ganz rein mit unserem Rheingold? Ich bin mal gespannt. Was ist denn jetzt los? Wieso? An, aber ich will kein Fernlicht haben. Ja, so, das schaut viel besser aus. Oh, gleich 110. Sollten wir uns gleich mal bremsbereit machen. Während wir uns hier in die Kurve legen. So. Wir sagen, dann machen wir schon mal die AFB entsprechend dahin. Wenn das nicht reicht, müssen wir gleich ein bisschen nachhelfen. Ich denke, das reicht. Ja, das dürfte reichen. 1,5 Kilometer haben wir noch. Doch, das reicht dicke. Das ist das Schöne an der AFB, die bremst eigentlich relativ gut, wenn man das rechtzeitig macht. Kommt das der Quietschi entgegen?
Seht euch mal dieses wunderschöne Panorama an, diese wunderschöne Aussicht. Das ist doch einfach nur geil. Die linke Rheinstrecke ist wirklich wunderschön. Das muss man einfach so sagen. So, dann haben wir gleich schon 6 Uhr morgens oder erst, wie auch immer man das sehen will. Ziemlich früh am Morgen. Scheint aber ein Sommermorgen zu sein, weil es ja schon so hell ist und die Sonne so strahlt. Also es dürfte sich um einen Sommermorgen handeln. Ich kann euch leider nicht das genaue Datum sagen. Das ist für den Creators Club leider nicht möglich, dies selber anzugeben oder einzustellen. Ist das nicht ein geiles Bild? So, da wären wir schon im Bobbad. Wunderbar. Sollten wir aber ganz reinpassen. Das gibt einen Verbremser. Türfreigabe. 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 Na egal. So, Türen sind trotzdem alle auf. Darum geht's. Koblenz, Boppert, Mainz. AKE 61 18 19 91 109 8 AVMZ. Wunderschöne Wagen. Wunderschön. Das ist die erste Klasse. Einfach nur wunderschön. So, wir haben Ausfahrt. Und sogar zum Abschluss noch gehupt. 36 Kilometer bis in Bingerbrück.
Wunderbar, wunderbar. Hinten geht's hin. So, dann bin ich ja mal gespannt, ob wir gleich noch LZB bekommen oder ob das auf der Strecke überhaupt vorgesehen ist, weil ja, wie gesagt, aus den 90ern oder in die 90er oder an die 90er angelegt wurde. Oder angelehnt wurde, so. So, dann sind wir jetzt gleich 130. Bin ich mal gespannt, ob wir noch auf unsere Höchstgeschwindigkeit kommen. 200. Gespannt, was uns auch an KI noch entgegenkommt. Also da war ja bisher schon einiges. Schöner wäre es gewesen natürlich, wenn jetzt die 103 davor gegangen hätte, dann wäre es perfekt gewesen. Ich weiß gar nicht, ob sich das realisieren lässt. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Das wäre natürlich noch mega. Aber man kann natürlich nicht alles haben, von daher bin auch so ziemlich zufrieden. Oh, wir sollten in die Bremse gehen. Was in dem Spiel fehlt, auf jeden Fall an Rollmaterial, ist die 218. Definitiv. Was kommt da? Güterzug. Wieder eine IC-Lok. Autozug. Ah ja. Es fehlt auf jeden Fall die 218. Und für mich ganz wichtig auch, neben dem ICE3, den wir ja schon haben, Gott sei Dank, fehlt mir aber noch der ICE4. Der würde mir auf. Der wäre noch sehr geil, wenn der noch kommen würde. Oh, warum bin ich denn so schnell? Und wie gesagt, 218 und ICE4 wären auf jeden Fall noch. Ja, würden mir auf jeden Fall noch sehr gefallen hier in dem Spiel. Also, das wäre sehr, sehr nice, wenn die noch kommen würden. Im Laufe der Zeit an Rollmaterial.
Warten wir einfach mal ab, was passiert, was die TG sich noch einfallen lässt. So, 26 Kilometer noch bis Bingerbrück. Dann haben wir noch Bingen. Und dann dürfte danach aber dann schon Mainz kommen, genau. Also Bingen, also Bingerbrück, Bingen und Mainz sind jetzt so die nächsten Halte. Während wir uns hier ein und die nächste Kurve legen. Wunderschön. Ich liebe diese Strecke. Sehr, sehr nice. Also diese Berge hier, diese Aussicht, das ist einfach nur geil. So, ab in den Tunnel. Ich lasse euch das, ich lasse das mal so ein bisschen auf euch wirken, deswegen bin ich ein bisschen still. Ich das hier meint, ich habe keinen Bock mehr zu quatschen. So, da hinten fährt er, der war schneller als wir. Ist schon wieder im nächsten Tunnel verschwunden. Naja, dann wollen wir mal hinterher.
interessante Autos, die da fahren, ne? Ja, wie halt aus den 90ern. Sah fast so aus wie ein Fiat Panda, so ein alter. Aber das sah jetzt nur so aus. Kann auch sein, dass ich mich da täusche. Das könnte ein alter Benz sein. E-Klasse, D-Klasse, wie sie schimpfen, wie die früher hießen. E-Klasse war das, glaube ich. Ich liebe diese Kurvenfahrten, die sind einfach nur schön. Es ist nicht so sturgerade wie auf einer Schnellfahrstrecke, sondern einfach diese, ja, diese Kurven, diese alten Burgen, die hier sind, diese ganze Atmosphäre, links das Panorama der Berge, der Rhein, und rechts diese alten Gemäuer, diese alten Gebäude, das ist einfach nur traumhaft. Diese Strecke ist wirklich wunderschön, das kann man nicht anders sagen. Die linke Rheinstrecke ist an sich sehr, sehr schön. Ich bin auch, wo wir nach Basel gefahren sind, sind wir auch über die linke Rheinstrecke gefahren. Ich muss ehrlich sagen, das nochmal in real zu sehen. Es gibt nichts Schöneres. Ich muss euch einfach sagen, es ist traumhaft. So, da fährt ein schöner Regionalexpress, würde ich mal tippen. Jo. Jetzt hat man 146 vorne dran. Dort steht ein Güterzug und wartet auf Ausfahrt. Hat wahrscheinlich den RE noch vorbeigelassen. Und setzt dann gleich seine Fahrt fort. Sicherheit Koblenz. Lützel oder so. Auf jeden Fall Güterumschlagsplatz. So, wir dürfen mittlerweile ausschalten. So, dann sind das 36 Kilometer jetzt plötzlich nur noch 18. Schnell geht das. Bin gespannt, wie die restlichen Entfernungen so sind. Von Bingerbrück nach Bingen und von Bingen nach Mainz Hauptbahnhof. Das Ziel unserer Reise mit dem Rheingold. An diesem frühen Sommermorgen. Datum unbekannt. So, 120. Es ist ja auf jeden Fall keine Schnellfahrstrecke, wo man hier mit 200 lang düst. Es ist eine schöne, gemütliche Strecke, wo man auch links, rechts die Atmosphäre, das Panorama genießen kann, wo man nicht so schnell dran vorbeifährt, wo man auch immer mal wieder langsamer wird und schöne, kurvige Strecke, doch, ist sehr, sehr gelungen, muss ich wirklich sagen. Also, vom Allerfeinsten. Wieder eine Quietschi, die fahren hier aber auch viel rum. Meine Güte, ist schon eine zweite. Aber auch sehr, sehr schön, dass hier so viel KI rumfährt. Das macht das Ganze noch ein bisschen authentischer, dass man hier nicht so alleine fährt. So, jetzt müsst ihr euch das Ganze mal bei Schnee vorstellen, wenn das alles vollgeschneit ist und die Berge da oben angepudert sind und voller Schnee, und das sieht doch mit Sicherheit auch geil aus, kann ich mir vorstellen. Aber das kann man mit Sicherheit im freien Spiel so machen, ne? Also, weiß ich nicht, den Rheingold nehmen, Fahrplanmodus, die Strecke, und dann weiß ich nicht, einfach Winter auswählen, Januar, Februar, Dezember oder so, und dann Schnee halt einstellen, der Wetter ist schneien soll, und dann sieht das mit Sicherheit geil aus. Kann ich mir gut vorstellen.
Aber ihr seht, wir spielen ja mit den Geschwindigkeiten 120, 130, jetzt wieder gleich 120. Also es ist hier auf jeden Fall keine langweilige Strecke, sodass man hier irgendwie mit, weiß ich nicht, 200 Langtüß bis kurz vom Bahnhof und das war's dann mit LZB oder so. Sondern hier ist man wirklich gefordert, immer wieder auf die Geschwindigkeiten zu achten, sich darauf einzustellen. Das finde ich, ist sehr gut gelungen. So, 11 Kilometer noch. Wunderbar. So. Sollten wir hinkriegen. Noch hält sich das Wetter, ja? Also ist jetzt nicht irgendwie abzusehen, dass es hier gleich irgendwann anfängt zu regnen. Von daher kann man das Panorama hier noch wunderbar genießen. So, wenn es jetzt gleich irgendwann anfängt zu schneien, ist irgendwas falsch gelaufen, weil dann wäre es nicht um 6 Uhr schon so hell. Vielleicht wieder 130. Da bin ich mal gespannt, ob wir bis zum Bingerbrück nochmal die Geschwindigkeit verändern. So, die Fahrgäste werden wahrscheinlich jetzt so langsam wach. Beziehungsweise genießen jetzt ihr Frühstück. Einige sind wahrscheinlich schon ausstiegsfertig, die hier in Bingerbrück den Zug verlassen. Das kann natürlich auch sein. Ich würde auch gerne mal wieder, oder was ist wieder, auf jeden Fall mal mit einem Jiten Nightjet fahren. Schön so über Nacht im Liegewagen, dann mit dem Sonnenaufgang irgendwo einfahren. Was gibt's was Schöneres? Ich kann mir gar nichts Schöneres vorstellen. Das ist, wenn ich daran denke, kriege ich Gänsehaut. Das ist einfach nur mega, mega, mega schön. So, brauchen wir jetzt auf 120, 130? Ne, glaube ich, muss nicht unbedingt sein, oder? Das war das mal. Dass ich da jetzt mal hochbeschleunigt habe, können wir schon wieder abbremsen. Deswegen, das war das mal. Meine sehr verehrten Fahrgäste, wir erreichen in Kürze den nächsten Halt Bingerbrück auf Bahnsteig 201. Das gesamte Team des Rheingolds wünscht all diejenigen, die unseren Zug an diesem Bahnhof verlassen, alle weiterhin eine gute Reise und einen schönen Aufenthalt in Bingerbrück.
und hoffen, dass sie bald wieder mit einem Zug des Rheingolds fahren. So, servus und tschüss. Vorbei der Gemütlichkeit. Oh, gleich sogar 40. Wir das mal befreien. Und dann bei ihr auf 40 gehen. Das ist jetzt aber seltsam. Aber wenn das so gefordert ist, dann halten wir uns natürlich daran, ist klar. Langsam Fahrstelle kurz vor Bingerbrück. Ah, deswegen 40, habe ich mir schon fast gedacht. Zugbeeinflussung. SIVA. So, da wären wir. Und riegeln die Türen. Und schauen wir uns hier mal um. Schon ein etwas größerer Bahnhof als Poppard. Dort steht noch ein Güterzug. Und wartet auf Ausfahrt. Noch rot, wie ihr seht. Eine wunderschöne 185. Und dort steht unser Rheingold. Also, wie die hier alle rumlaufen in dicken Jacken, kann das kein Sommermorgen sein. Die hat kurze Hose an. Ich werde hier nicht, ich werde nicht drauf schlau. So, das ist also hier so, wie es halt aussah damals in in Bingerbrück. Ja, überall steht derselbe Text. Schließvorgang eingeleitet. So. Schauen wir uns das mal hier an. Lösen die Bremse. Oh, Bingen, das ist jetzt mal weit. Das ist jetzt, oh, das wird wieder eine längere Reise. Ach, du Blöde. Ich
das lieber nicht. Das Video soll ja noch YouTube-konform sein. So, dann sind wir auch schon gleich im Bing. Wahnsinn. So, wir bleiben mal bei 40. Ich glaube, 100 macht jetzt wenig Sinn für 700 Meter. Da wir ja eh keinen Zeitdruck haben. Die Strecke haben wir noch. Zugbeeinflussung. So, das wäre also Bingen. Bordbistro oder gab es das damals noch nicht? Das würde mich jetzt mal interessieren. Sieht nicht so aus. Nö. Sieht nicht so aus. So, jetzt fahren wir wieder 26 Kilometer bis Mainz Hauptbahnhof. So, ist hier immerhin schon mal 160 fahren. Also ich würde sagen, die Minute machen wir noch voll. Und dann springen wir in unseren Zug rein. In unseren Arbeitsplatz. Zack, 6.30 Uhr. Das war ein wenig optimistisch.
Wunderschön. Wunderschön. Da fahren wir dahin mit unserem Rheingold. Die letzten 22 Kilometer dieses Szenarios auf dem Weg von Koblenz Hauptbahnhof über Oppert, Bingerbrück und Bingen nach Mainz Hauptbahnhof. Aber es ist nur für eine kurze Zeit. Ihr seht selber, dürfen wir schon so gleich wieder beschleunigen. Während hier ein bisschen Grünwuchs auf den Gleisen stattfindet, ihr seht es, Wahnsinn. Oh, 60 gleich. Eieieiei, was ist denn da los? Tja, ich würde sagen, wir können hingehen. Boah, wir müssen sogar. Wir müssen sogar. Ah, ich war zu schnell. Verdammte Scheiße. Ah, zu spät gebremst. Ich hätte eher unterstützen sollen. Ja, ist ja gut. Türfreigabe. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ach ja, wenn man nicht schnell genug bremst. Das war meine Schuld. Einfach nicht schnell genug gebremst. Nicht weit genug. Ich war einfach ab einem gewissen Punkt noch zu schnell und deswegen gab es die Zwangssache. Für meine Begriffe etwas zu streng, weil ich war dabei, es hat nicht mehr viel gefehlt, aber einfach zu wenig. Einfach zu wenig.
So. Aber ja, man kann nichts machen. Wieder eine Quitschi. Ach ja, so, da haben wir die Zwangs auch mindestens mitgenommen. Wird doch mal wieder Zeit. So, 12 Kilometer noch bis Mainz. Leider mit einer kleinen Verspätung aufgrund Verzögen der Betriebsabläufe oder Störungen im Betriebsablauf, so kann man es auch sagen. Wunderbar, wunderbar. So, dort vorne fällt wieder eine Quitschi. Mit Sicherheit. Oder? Nee, das ist ein Regionalexpress. Das ist ein RE. Nee, gar nicht. Güterzug. Da fällt aber noch was. Güterzug und IC. Wunderbar. Endlich mal ein Fernzug.
So, da haben wir das Ende der Reise gleich erreicht. Mit unserem wundervollen Rheingold. Da kommen auch schon die ersten Geschwindigkeitsbeschränkungen, logischerweise. So, diesmal lasse ich mich aber nicht ins Boxhorn jagen hier. Aber ein bisschen schnell, finde ich, der Gleiswechsel. Oh, was steht denn da? Eine 110 mit Latz? Tatsächlich, eine 110 mit Latz. Sehr geil. Als Güterzuglok. Ja, geil. So, quittierpflichtig. Ja, das haben wir ja. Da brauchen wir um nichts mehr kümmern. Weil die, das haben wir ja schon. 80. Wird mit Sicherheit gleich ein rotes Hauptsignal kommen. Zugbeeinflussung. Ging jetzt ein bisschen fix mit den Geschwindigkeitsbeschränkungen, hier muss ich ehrlich sagen. Türfreigabe. So, da wären wir. In Mainz Hauptbahnhof. Sehr, sehr nice. Stehen zwar noch halb auf dem
Dafür war ich aber, was soll ich machen? Der passt halt nicht besser hier rein. Ne? Ich hätte vielleicht ein ganzes Stück vorziehen können, müssen, sollen, dürfen. Bis hierhin. Aber ja, mein Gott. So tragisch ist das jetzt auch nicht. Das war's mit dem Szenario, würde ich jetzt mal ganz stark behaupten. Unserer Fahrt mit dem Rheingold. Von Koblenz über Boppard, Bingerbrück und Bing nach Mainz Hauptbahnhof. So, das war's mit dem Szenario. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Level 14 hätten wir auch noch voll machen können. Aber egal. Beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Restwoche. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer, der Danny Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss. Macht's gut. Ich kann euch das Szenario unter die Videobeschreibung klatschen, damit ihr seht, woher das kommt. Wie gesagt, Cat Gaming, macht's gut, ciao, servus und tschüss. Bye, bye.